Wir sprechen über Sportunfälle. Spielen, klettern, toben, das macht Kindern Spaß. Verletzungen sind daher quasi an der Tagesordnung. Derartige Blessuren können ziemlich schmerzhaft sein. Kinder toben gerne und fallen gelegentlich hin. Meist kann ein solcher Sturz einmal zu einem Knochenbruch kommen. Was genau muss ich tun? Bei einem Bruch ist es wichtig, den betroffenen Körperteil so wenig wie möglich zu bewegen. Der Kopf ist verletzt. Kinder fallen schnell, auch auf den Kopf. Glücklicherweise ist oft nur eine harmlose Gehirnerschütterung die Folge. Hin und wieder stürzen Kinder beim Toben. Vielleicht ein paar Tränchen und ein blauer Fleck erinnern noch einige Tage an den Sturz. Es ist bei Sportlern das am häufigsten verletzte Gelenk. Autsch! Achtlos den Fuß verletzt. Es muss so schmerzhaft sein. Weißt du, wenn das Bein gebrochen ist, sollst du das Bein ruhig halten.